Oh ja, besorgst mir Spyro. Rot meinte, du kämpfst gut, aber dabei kämpft Rot selber schlecht. Stell dir mal vor, Spyro in der Größe von Rot. Eins. Ja, das gilt für die Form nicht mehr. Das ist hier der zweite. Das war jetzt unfair mit 3. Das habe ich vergessen, dass der 3 schießt. Bei 3 einfach die gleiche Technik machen, als würde er 2 schießen, nur nicht dich mittig platzieren. Blöd. Na, scheiße. Interessant, wusste nicht, dass man das auch da machen kann. Von einer bestimmten Distanz funktioniert es sogar. Nimm den Schmetterling. Ja, für den hast du schon. Wie er sich gleich freut. Was er mal getroffen hat. Ja, das war übel. Also ich muss sagen, ich finde den Kampf irgendwie für mich persönlich jetzt nicht so ganz easy wie es den Anschein hatte. Das hab ich mir schon gedacht, dass du das sagen willst. Und das ist das Schlimmste deswegen, diesen blöden Eisangriff.
Das ist das Hauptproblem. Du solltest deine Taktik nicht auf über den Haufen. Moment. Ja. Oh, ich glaube, das könnte funktionieren. Blocken. Das ist echt schon zu lange her, als ich das Spiel durchgespielt habe. Ich meine, ich habe ihn damals ohne Blocken besiegt. Stand zu nah dran, scheiße. Aber ich habe ein Mittel gefunden gegen sein Eis. Die Tatsache, dass man blocken kann, geht. Dieser Boss ist eigentlich ganz gut klar, aber ich sollte natürlich achten, wann ich anfange zu blocke. Ja, gewisse Sachen kannst du nicht blocken. Er schießt immer in Salven seine Eisdinger. Eine Weile hört er auf und... Dann kann ich angreifen, wie jetzt zum Beispiel. Vor allem, was macht der? So großartig. Der bewegt sich ja kaum. Und Black. Stimmt. Da konnte Ripto einiges mehr. Immer noch ein Treffer landen. Den zweiten durchschaut er dann. Und weicht natürlich aus. Na, zu spät. Ich glaube, noch ein Treffer dürfte mich in Phase 3 bringen. Wenn du ihn triffst, dann er nicht dich. Fein, fein, fein. Es brennt viel Feuer in dir. Aber meiner unbeschränkten Macht bist du nicht gewachsen. Unbeschränkte Macht und dann bleibt er immer auf seinem Fleck stehen. Okay, was macht er jetzt? Oh, pass auf. Okay, ich glaube, mit dem Angriff geht er mal im Kreis. Ja, das ist genau das mit den Lasern, das ich meinte vorher. Dass du bei Rot da nicht
draufstehen kannst. Ja, ich seh's. So, du solltest aufpassen, dass er dich nicht kalt macht. Ich hab den A-Knopf gedrückt. Ich hasse solche Timing-Sachen. Ah, ist verständlich. Okay, entgegengesetzte Richtung. Natürlich muss er mich runterschleudern. Klappt natürlich auch nicht. Oh, das ist viel zu wenig Platz da zum Ausweichen zwischendurch. Okay, rennen. Ja, durchspringen ist Selbstmord. Hab ich gemerkt, ja, jetzt fängt er den Scheiß wieder an, aber das kann man ja nicht wissen. Es geht so schnell mit den Lasern immer.
war dumm. Fuck. Für mich erscheinen die Laserphasen am schlimmsten. Nein, ich... Na, ich hab jetzt gar nicht mehr. Nein, ich... Nicht so schwer. Gut, es ist blind für mich. Da kennt man viele Phasen nämlich. Könnte daran liegen. Hast ja schon mal gezockt. Ich hatte aber auch keine großen Probleme beim ersten Mal. Es waren, glaube ich, zwei Treffer. Gut, dass Sparks die Bälle gerade mitgenommen hat. Du meinst den Schmetterling? Ja. Sparks ist ja... Selbst nicht die Bälle, ja. Mhm. Ich wollte gerade sagen... Ah. Sonst wäre ja die... Sonst wäre ja Sparks ziemlich kannibalisch drauf. Deine Macht war offenbar doch nicht so unbeschränkt. Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Ich verzaubere dich nun mit der Macht des Eisatems. Mit Eisatem kannst du Feinde einfrieren und ihre Bewegung aufhalten. Du kannst damit auch Wasserstrahlen einfrieren oder heiße Geysire abkühlen. Und damit haben wir den nächsten Atem, und zwar den Eisatem. Das Fröstelchen. Könnte ich im Sommer gebrauchen, als er bei Spyro vorbeischickt. Der Eisatem sieht sogar recht annehmbar aus. Ich glaube, das ist sogar einer der guten Arten. Also ich meine, dass der sofort wirkt. In der letzten Reihe ist der Eisatem ja teils Gold wert. Mhm. Schon fast eine Überwaffe. Das war knapp. Deswegen seit der Legend Reihe lege ich sehr großen Wert auf den Eisatem. Ja,
zumindest hier im fünften Teil machst du mit Eis, glaube ich, nichts falsch. Und ich muss sagen, das war bisher für mich bisher der schwerste Bosskampf von den ganzen dreien. Ist es ja auch. Aber ich finde ihn sonst immer noch nicht so schwer. Ich glaube, das ist Ansichtssache. Und Rot hat seinen Zauberstab verloren. Seinen Stock, seinen... Sein Stock, den er immer mit beiden Händen umklammert. Na, kommen wir da vorne schon ran oder war das noch verschlossen? Irgendwo brauchte man 70 von den... oder 92 von den Eiskristallen, von den Kristallen. Moment, du hast was Neues reinbekommen? Schau dich ruhig um, Spyro. Kauf reichlich. Ach, die Eisraketen meint er wahrscheinlich. Die sind wirkungsvoll. Das ist eine wirklich gute Wahl. Lass noch mehr sein. Nehmen wir einfach mit. ...44 Minuten, ja, es wird auf jeden Fall... Das wird ein Doppelpart werden, auf jeden Fall. Da ich eben etwas lang für den Boss gebraucht habe. Was nicht sonderlich schlimm ist. Okay, das sind die Eisraketen, also. Ich glaube, da komme ich anders ran. Bloß mal versuchen, jetzt von oben dran zu kommen. Wenn das nicht klappt, dann werde ich die Session hier beenden. So, da kommen wir auf jeden Fall noch nicht rein. Dann sind jetzt 95 Edelsteine. Naja, das wird sich nicht ausgehen. Rückweg wahrscheinlich. Ja, ich werde jetzt hier abspeichern und die Session hier schließen. Bedanke mich bei Serax, dass er heute bei der Session dabei gewesen ist. Gerne, gerne. Ja, und nächstes Mal machen wir entweder Backtracking, gucken uns heute ein Nice-Detail um, ob wir das letzte Drachenei finden. Oder gucken schon mal in die nächste Welt hinein. Fragen, die das nächste Mal geklärt werden. Also bis dann. Tschüss.